Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Money Glitch. Und was meine ich mit richtig heftig, Leute? Naja, wenn ihr einmal im Modus drin seid, könnt ihr euch alle 3 Minuten ein Fahrzeug duplizieren. Das bedeutet wiederum alle 3 Minuten 1,8 Millionen GTA-Dollars. Und das ist richtig heftig, Leute. Auch vor dem Video anfangen, würde ich ja schon mal dazu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr solche krassen Glitches. Und das wäre eigentlich ziemlich schade für jeden. Aber ich würde mal sagen, was sind die Voraussetzungen für diesen Glitch? Naja, ganz einfach, ihr braucht für diesen Glitch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstattsebene braucht ihr das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt den Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt einfach am meisten mit diesem Glitch und dann kriegt ihr auch wirklich 1,8 Millionen GTA-Dollars für ein Duplikat. Das ist schon ziemlich heftig, Leute. Außerdem braucht ihr auch noch in dieser Ebene mindestens 2 weitere Fahrzeuge, wirklich 2 weitere Fahrzeuge. Und keine Sorge, Leute, diese Fahrzeuge werdet ihr nicht verlieren bei diesem Glitch. Außerdem braucht ihr auch noch in irgendwelchen random Garagen Fahrzeugroller. Denn pro Duplikat geht ein Fahrzeugroller drauf. Deswegen, je mehr Fahrzeugroller ihr habt, desto mehr könnt ihr euch auch duplizieren. Aber Leute, ganz wichtig, in einer normalen Garage und nicht im MC Clubhouse. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Basis. In der Basis braucht ihr natürlich auch noch die Avenger und ein Fahrzeug, was sich in die Avenger reinfahren lässt, um es zu tunen. Also ein Waffenfahrzeug. Und außerdem braucht ihr in der Basis auch noch ein aktiven Raubüberfall. Ganz wichtig, Leute, denn ihr braucht die Einladung von Lester. Das ist wirklich sehr wichtig bei diesem Glitch. Falls ihr nicht wisst, wie ihr zum Beispiel die Vorbereitung überspringen könnt, Link ist in der Videobeschreibung, wie ihr direkt zum Überfall kommt und somit auch die Einladung von Lester bekommt. Aber gut, Leute, als letzten Schritt braucht ihr einfach noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze? Super. Können wir direkt einfach loslegen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung und steht vor eurer Arena. Seid ihr beide vor eurer Arena, registriert ihr euch als MC President oder CEO, denn ihr braucht ja jetzt die Lester-Einladung für den Raubüberfall in der Basis. Gut, in meinem Fall bin ich schon als CEO registriert und habe jetzt auch die Lester-Einladung und die Einladung nimmt ihr jetzt einfach an. Seid ihr in eurer Basis jetzt gespawnt, ladet ihr euren Freund auch jetzt mit in die Basis ein. Habt euren Freund eingeladen, lauft jetzt zum Waffenfahrzeug. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund kommt jetzt auch mit zum Waffenfahrzeug. Steht jetzt beide vor eurem Waffenfahrzeug, steigt jetzt einfach ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um die Avenger reinzufahren. Seid ihr jetzt in der Avenger drinne, drückt ihr einmal Kreis und geht mit dem Scroller auf Avenger verlassen, aber nicht drauf drücken, Leute, nur mit dem Scroller drauf gehen. Habt das gemacht, könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, geh mal bitte in eine Aktivität rein. Das bedeutet, Leute, wir switchen jetzt kurz die Ansicht zum Freund. Euer Freund muss jetzt das Handy öffnen, geht jetzt auf schneller Job, geht auf Aktivitäten und sucht sich eventuell Golf, Darts, irgendwas, irgendeine Aktivität, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall geht er jetzt da rein und geht auf alleine machen. Geht das auf alleine. Denn jetzt läuft unten bei ihm die Zeit. Und er muss jetzt warten, Leute, bis da steht, eins von irgendwas. Das bedeutet, er ist in einer Lobby drinne und wartet, bis jemand Neues dazu joint. Wird zwar nie passieren, aber genau das brauchen wir hier, Leute. Wenn euer Freund das geschafft hat, beziehungsweise das unten angezeigt wird, dann wird euer Freund euch sagen, ey yo, ich bin bereit. Gut, jetzt switchen wir die Ansicht zu unseren normalen Ansicht halten, ihr wisst, was ich meine. Denn jetzt, Leute, können wir jetzt einfach über das PlayStation-Menü unserem Freund erstmal beitreten. Sind wir unserem Freund beigetreten, wird sich jetzt eine Meldung GTA laden. Diese Meldung drücken wir einfach mit Kreis ab. Das hat einen Sinn, Leute, dass die Meldung jetzt vorgeladen ist. So, Leute, jetzt kommt es ein bisschen auf Timing an. Das werdet ihr vielleicht auch nicht beim ersten Versuch hinkriegen. Denn, Leute, wir leften jetzt die Avenger, beziehungsweise wir bestätigen jetzt mit X, dass wir die Avenger verlassen wollen und treten unserem Freund gleichzeitig bei. Das bedeutet, wir drücken jetzt X, um die Avenger zu verlassen, doppelte PlayStation-Taste, unserem Freund beizutreten und Spam X, was das Zeug hält. So, Leute, wenn ihr es geschafft habt, ist es super, ihr werdet auch gleich sehen, was dann kommt, aber in meinem Fall habe ich es jetzt nicht geschafft, denn ich bin jetzt wieder an der Basis gespawnt und, naja, hat halt eben nicht funktioniert. Ist aber nicht schlimm, Leute, tatsächlich, denn ich steige jetzt einfach wieder ins Waffenfahrzeug ein mit eurem Freund und versuche das Gleiche noch einmal. Gut, ich spule jetzt mal vor. Mein Freund hat es jetzt gemacht mit der Aktivität etc. So, jetzt sind wir jetzt hier wieder in der gleichen Position. Sprich, ich drehe jetzt meinen Freund wieder bei, so dass sich jetzt die Meldung wieder vorlädt. Ist die Meldung jetzt geladen, brechen wir das Ganze mit Kreis natürlich wieder ab. So, jetzt. Ich verlasse wieder die Avenger. Doppelte PlayStation-Taste, tritt mein Freund bei, spamme X, hört das auch im Headset und zack, hab Black Screen. So. Normalerweise, Leute, was bei euch wahrscheinlich zu 80% passieren wird, ist jetzt, ihr werdet jetzt unter Mount Chiliad spawnen,
in einer unsichtbaren Umgebung, seht euer Auto, auf einmal, zack, seid ihr tot und spawnt auf einmal vor eurer Arena. In meinem Fall ist das theoretisch auch passiert, nur dass ich irgendwie so ein Blackscreen hatte und das nicht gesehen habe, aber ich hatte tatsächlich alles gehört, Leute. Sprich, wenn das bei euch genauso ist jetzt wie bei mir oder wie ich es gerade eben beschrieben habe, beides ist richtig, ist generell dasselbe, nur dass der eine sieht, was passiert und der andere irgendwie halt wie ich nicht. Egal. So, ihr seid jetzt vor eurer Arena gespawnt. Aber euer Freund hat immer noch einen unendlichen Blackscreen. Euer Freund ist jetzt in eurer Umgebung auch gespawnt und zwar mit dem Fahrzeug aus eurer Arena. Aber wie gesagt, euer Freund kann sich nicht bewegen. Was müsst ihr machen? Naja, ihr müsst euren Freund einmal töten. Das bedeutet, nehmt irgendeine Waffe und schießt ihn kurz mal ab. Ist euer Freund gespawnt, sollte er nicht mehr in den Blackscreen sein. Und das ist super, Leute. Und Leute, das ist genau das, was wir brauchen. Denn euer Freund ist in jetzt gewünschten Modus. Das bedeutet, euer Freund ist ready und wir können jetzt direkt anfangen mit dem Glitch. Okay, was müssen wir jetzt als nächstes tun? Wir müssen jetzt ein Fahrzeug rausholen aus der Arena-Werkstatt. Aber Achtung, Leute, ein random Fahrzeug und nicht das Auto, was wir uns duplizieren wollen. Ganz wichtig. Haben wir jetzt irgendein random Fahrzeug aus der Arena-Werkstatt rausgeholt, steigt euer Freund ein. Gut. Jetzt registriert ihr euch als MC-Präsident, falls ihr das doch nicht seid. In meinem Fall war ich das nicht, deswegen habe ich mich kurz als CEO abgemeldet und registriere mich als MC-Präsident. Denn dadurch, dass ihr jetzt MC-Präsident seid, könnt ihr theoretisch gleich einen Fudgy-Roller bestellen. Aber ihr seht es da oben, dass da steht, Fahrzeug einlagern. Jetzt müsst ihr eurem Freund sagen, ey yo, fahr mal bitte weg. Du musst mal bitte wegfahren. Nicht viel weg, aber so weit, dass wir unseren Fudgy-Roller bestellen können. Denn sobald er weggefahren ist, Leute, können wir nämlich unseren Fudgy-Roller bestellen. Sprich, wir wählen jetzt unseren Fudgy-Roller aus und gehen auf Bestellen. Aber Leute, ihr werdet schon merken, euer Fudgy-Roller wird nicht geliefert und euer Freund sitzt immer noch in einem Fahrzeug drin, was auch auf der Karte markiert ist. Und genau das, Leute, brauchen wir für diesen Glitch. Okay, was müssen wir als nächstes tun? Wir gehen jetzt als nächstes wieder in die Arena-Werkstatt rein. Sind wir in der Arena-Werkstatt drin, steigen wir das Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen. Und wie gesagt, Leute, mein Tipp, nimmt den Easy aus der Arena-Werkstatt, denn der bringt wirklich am meisten bei diesem Glitch, wirklich. So, gut, wir sind jetzt hier eingestiegen und Leute, ihr werdet merken, ihr könnt einfach in der Arena rumfahren. Wie lustig ist das denn? Aber jetzt, Leute, müssen wir uns das Fahrzeug einklemmen und zwar am Garagentor bzw. am Ausgang von der Arena. Sprich, Leute, wir klemmen jetzt irgendeine Seite erstmal ein von unserem Fahrzeug. Haben wir eine Seite eingeklemmt, steigen wir aus und steigen mit irgendein anderes Random-Fahrzeug ein und versuchen, die andere Seite vom Fahrzeug einzuklemmen. In meinem Fall ist es jetzt die Fahrerseite, die jetzt noch offen steht. Denn das Ziel ist es jetzt, Leute, dass wir jetzt in unserem Fahrzeug rein teleportieren können. Das bedeutet, wir drücken jetzt Dreieck, teleportieren uns rein, drücken wieder Dreieck, teleportieren uns wieder raus. Und genau, Leute, das brauchen wir für diesen Glitch. Wenn ihr das gemacht habt, ist das schon mal ein sehr guter Schritt, denn was müssen wir jetzt als nächstes machen? Naja, wir gehen jetzt praktisch zum Ausgang, das da oben links steht, dass wir jetzt auswählen können, ob wir in die B2 oder B1 Garage möchten oder dass wir die Arena generell verlassen möchten. Wir gehen jetzt auf den Cursor auf Arena verlassen, drücken hier aber nichts, denn wir müssen jetzt hier Dreieck und X gleichzeitig drücken. Was passiert jetzt? Naja, Leute, mit X bestätigt ihr jetzt natürlich, dass ihr aus der Arena rausgehen wollt, aber ihr teleportiert euch gleichzeitig in den Easy rein. Und genau das, Leute, brauchen wir und das werdet ihr auch kurz im Ladescreen sehen, dass ihr rausgeht, aber auch vorher noch in euren Easy rein teleportiert seid. Und wenn alles geklappt hat, Leute, seid ihr mit eurem Easy draußen gespawnt. Gut, sind wir jetzt mit unserem Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen, draußen gespawnt, könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, bitte verlasst das Fahrzeug. Und Leute, achtet auf mein Nummernschild, achtet auf mein Nummernschild. Ihr werdet sehen, dass sich mein Nummernschild auf einmal ändert. Das war vorher NHW, jetzt ist es einfach irgendeine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und Leute, glaubt es dir oder glaubt es nicht, das ist das Nummernschild vom Fudgy-Roller. Das bedeutet, für diesen Glitch braucht ihr keine persönlichen Nummernschilder, denn hier gibt es einen Nummernschild-Bypass. Super geil. Das bedeutet, wir haben immer saubere Kopien. Was müsst ihr jetzt als nächstes machen, um diese saubere Kopie jetzt abzuspeichern? Naja, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt euer MOC zu euch. Ist euer MOC geliefert worden, fahren wir jetzt einfach dahin. Seid ihr bei eurem MOC, fahrt jetzt einfach hinten rein. Falls jetzt ein Fahrzeug da drin steht, so wie bei mir, drückt ihr einfach X, um zu sagen, ejo, bitte packt mal um. Sobald ihr in eurem MOC drin seid, ist euer Duplikat gespeichert und zack, boom, bam, unser erstes Fahrzeug ist dupliziert. Gut. Wir können es aber direkt weiter duplizieren. Das bedeutet, wir fahren es einfach wieder raus mit dem Fahrzeug und fahren zu unserer Arena-Werkstatt. So, unser Freund wartet schon an der Arena, sprich wir steigen aus und er steigt wieder ein. Denn unser Duplikat ist jetzt so gesehen das Random-Fahrzeug, wo euer Freund drin sitzt. So, euer Freund fährt jetzt natürlich jetzt wieder weg
dass ihr jetzt wieder einen Fatih-Roller bestellen könnt. Und so weiter und so fort. Und somit könnt ihr einfach immer weiter Duplikate machen. So gut, in meinem Fall habe ich jetzt nochmal ein zweites Duplikat gemacht und werde das Duplikat jetzt auch direkt verkaufen. Und Leute, ihr seht es ja auch gerade, mein Duplikat bringt sage und schreibe 1,5 Millionen GTA-Dollars. Und das Beste ist, Leute, würde ich auch noch hinten die Waffe dran getunt haben, sind sogar 1,8 Millionen. Also wirklich, Leute, das ist doch wirklich verdammt viel Geld für, okay, 10 Minuten Arbeit? Egal, Leute, das ist wirklich sehr, sehr geiler Glitch. Und wie gesagt, wenn ihr einmal im Modus drin seid, glitcht so viel, wie ihr könnt, denn so effektiver wird dieser Glitch auch. Wenn euch dieser Money-Glitch gefallen hat, Leute, würde ich mich immer noch übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Ihr seht doch, dass es funktioniert. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.